und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich wollte euch eigentlich mal meine ganzen Strickprojekte zeigen, die ich so am Laufen habe. Aber ist ganz schnell getan. Hier im Wohnzimmer stricke ich gerade meinen Polunder weiter. Ich habe schon die eine Hälfte fertig gestrickt. Die, Moment. Also so lang ist die jetzt. Hier, das sind 50 cm, meine ich, hatte ich gemessen. Und hier ist die zweite. Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt sind die ganzen Fäden durcheinander. Das ist halt die zweite Hälfte. Oh Gott, jetzt habe ich ja hier ein Chaos angestellt. Das ist die zweite Hälfte. Ja, die stricke ich weiter. Wie gesagt, ich stricke die jetzt beide gleich. Die beiden Teile, Vorder- und Hinterteil, beide komplett gleich. Dann nähe ich die oben an den Schultern zu. Ja, und dann stricke ich mein Kragen, den Rollkragen in zwei rechts, zwei links. So ist mein Plan. Ich zeige euch mal, ach genau, was ich noch sagen wollte. Hier sind ja meine Yoga-Socken. Ich habe ja in dem Video stolz erzählt, das muss elastisch abgekettet werden. Ja, habe ich ja hier gemacht, aber das Blöde ist, das rollt sich ein, wenn man die trägt. Und das finde ich persönlich nervig. Ja, weiß ich nicht, ob man eins, ob es da eine andere oder bessere Lösung gibt. Also das hier finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, aber das irgendwie nervt mich schon sehr. Weil ich habe mir auch überlegt, Yoga-Socken, die sind zwar, ist zwar gut so, aber ich suche im Winter immer, im Sommer brauche ich oft Socken für Flipflops einfach. Weißt, wisst ihr so, wenn man dann wohin geht und sich Flipflops anzieht, aber eigentlich so halb, ne, halb barfuß, halb mit Socken. Und dann wollte ich mir solche Socken stricken, aber mit einer echten Ferse und die dann oben abgekettet werden. Aber irgendwie muss ich da eine Zwischenlösung finden. Also wenn ihr da was habt, dann sagt da mal gerne Bescheid, weil das nervt mich schon sehr. Also ich hatte die auch an. Da muss ich sagen, ja, wie gesagt, das ist zu eng. Das, also mein Fuß, der geht da richtig auseinander. Das ist doof und das ist genauso blöd. Ja, da weiß ich jetzt nicht so richtig. So, dann zeige ich euch mal noch meine Strickprojekte im Schlafzimmer. Und dann, das hört sich auch an. Yay, was mache ich da? Nein, irgendwie dann, ja, kennt ihr sicherlich auch. So, dann zeige ich euch das noch und dann war es das auch schon. Ich habe Socken für die Enkelin von einer Freundin gestrickt. Die kriegt die morgen. Die sind vorhin fertig geworden. Ja, und dann habe ich, Moment, so, jetzt nimmt er wieder auf. Ich finde die Wolle hier so toll, die habe ich mir auch mehrfach gekauft. Ja, seht ihr ja, habe ich jetzt nochmal Socken angefangen für mich. Die wollte ich in so eine Art Kaffeebohnenmuster stricken und euch dann auch zeigen, wie ich die mache. Aber im Moment mein klassisches Bündchenmuster. Und hier seht ihr, ich habe meine Socken auch selber an die Stricke. Das war, glaube ich, die erste oder zweite Bumerangferse, die ich gestrickt habe. So, ja, dann hoffe ich, dass diese Art von Video euch gefallen hat. Wenn nicht, dann lassen wir das. Wenn doch, dann machen wir das jetzt mal in unregelmäßigen Abständen. Und dann würde ich sagen, bis Sonntag. Ciao!